Und muss mich dann da einschleichen. Hallo? Neue Volksleute beschreiben. Konnte man mit einer hohen Trefferserie nicht mit Erbogenbrand mal schlafen? Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Jawohl, konnte man. Das wäre wahrscheinlich gar nicht mal so unhilfreich. Ich sollte mich vielleicht nicht immer so doof anstellen. Was habe ich jetzt gedrückt? Okay, eindeutig die falsche Taste. Okay. Das macht jetzt einiges leichter. Man sollte seine Skills auch kennen. Scheiße. Ah, damit hätte ich die andere Quest auch ganz einfach geschafft. Fuck. Naja. Was ist denn passiert? So, musikalische Untermalung kurz her. Aktiviere den einen Ring. Naja, gut. Das könnte ich machen, aber dann hilft mir in dieser Situation nicht weiter. Es sei denn, ich könnte unendlich Boden dran. Jetzt mach doch! Dann mag ich die? Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher. Ah, doch, tu ich. Oder? Ja. Was soll ich sonst machen? Ja, ich hab keinen Bock. Komm, Bodenbrand marke doch mal, wenn ich R drücke. Oh, 13. Aber die lassen sich nicht alle brandmarken, sehe ich nicht. Manche blubbern einfach nur so weg so. Das ist nicht mein Sohn. Ja, mehr als 13 gibt's wohl nicht. Obwohl, warte mal. Ah, fuck, die Bitch ab. Der nur noch verdrücken, na super. Verdammt. Oh, das ist echt, Alter. Überhaupt nicht schwer, die Quest schon wieder. Mann, ey, wer kommt auf so eine Scheiße, ne? Jetzt hab ich schon wieder, Alter. Die sich hier umwehen, alle gegenseitig. Ich bin ja nur am Boden dran machen. So. Zack. Da drüben. Boah, ey, die Quest zackt mich schon wieder so ab, ey. Wer kommt auf so eine Fucker-Quest, ne? Aber die Quest noch komplizierter gemacht. Dann wäre die richtig kompliziert. Jawohl, komm immer noch. Muss ja noch eher noch ziehen. Nein, zwei noch. Brandmarke jetzt jemand, Talion. Bist du schon mal nicht? Komm, ihn noch. Mach Platz, du dicker hässlicher Uhu. Brandmarke den! Wie sagst du jetzt den Brandmarken? Nein? Oh, das gibt es doch nicht. Jetzt sterben die mir schon wieder. Gesagt, ich hab hier 14. 14. Oh, das gibt's doch nicht. Stirbt ihr auch mal Kena direkt nachdem ich im Brand marke? Na endlich, erhalte deine Armee. Du musst mindestens 15 Euro fit zu 8, du Scheiße. Bring ich ihn halt um, wenn er zurückkommt.
Alter, das sind Quests hier. Leck mich am Arsch, ey. Eieieiei. Machen wir halt einfach mehr. Machen wir 100, wenn es sein muss. Jawohl, immer her mit euch. Desto mehr wir sind, desto geiler. Gut. Au. Aua. Ich muss aufpassen, dass ich jetzt hier nicht sterbe, ne? Gut, hab ich gesagt. Ja gut, das ist cool. Na, na. Scheiße hier. Fall runter, da. Bogies sind tot. Oh, dieses Bogenschießen, ne? Das ist echt anstrengend. Was ich nur so gesagt habe. Gut, 15 Stück sind es noch. Muss ich nur noch ein paar Sekunden am Leben halten. Was danach ist, ist eine gute Frage. Nein, bin ich schon. Immer schön am Leben bleiben, meine Freunde. Immer schön am Leben bleiben. Komm, immer irgendwo hin, da wo ihr sicher seid. Hab ich da gerade etwas gehört? Dann weg. Gut, Zeit aus. Siege Motzfell Blitzklinge. Der Mörder ist schon überall. Ich dachte, ich hätte ihn dort gesehen. Oh, hätte da so ein paar Uruks, die gegen den kämpfen könnten. Das war klar. Ich lasse die jetzt gegen die kämpfen. Alter, einer um E5. Du Scheiße. Ja. Ich bin Herrscher über dieses Land. Diese Türme wurden in meinem Land erbaut. Jeder hört Celebrimbor und kennt seinen wahren Herrn. Was auch immer. Versagens im Wind wehen. Meine Macht wird grenzenlos sein. Alle werden vor der weißen Hand Mordors erzittern. Jetzt muss ich aber mal kurz auf der Map gucken. Was sind denn diese Dinger? Er schieße doch den Boden nicht und wird ausgesandt. Morgen zwischen vielen weiteren um eine Attacke gegen einen deiner Türme zu koordinieren. Beherrsche sie alle, um den Ort, an dem der Sprengstoff verborgen ist, zu finden und ihre Pläne zu enthüllen. Oh, damit können wir die Wirkungsdauer des einen Ringes erhöhen. Was ist das? Du musst mehr Festungen erobern, um diesen Häuptling hervorzulocken. What the fuck, das ist der dunkle Herrscher, das ist kein Häuptling. So, meine lieben Freunde, dann war's das für erste mit Let's Play Mittelerde Mordor Schatten. Der helle Herrscher, das hier ist eine Lampe und wir sehen uns in der nächsten Aufnahme. Haut rein! Hallo Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Mittelerde Mordor Schatten, der helle Herrscher. Und euch wird in wenigen Minuten wahrscheinlich auffallen, dass ich dick gefailt habe. Denn das alles hier ist nachsynchronisiert, da ich beim Aufnehmen zu dumm war, um den Ton anzumachen.
Also beziehungsweise mein Mikro anzuschalten, deswegen habe ich halt alles in stumm aufgenommen. Ja, das war ein Fail. Deswegen wird das jetzt hier alles gerade, wenn ihr das hört, von mir nachsynchronisiert. Der Dunkelherrscher entsendet eine Bataillon Berserker in das Gebiet. Verdammt, ich konnte es nicht lesen. So, dann machen wir jetzt mal die Quest. Brandmarke alle Schützen. 9 Stück, bevor sie ihr Ziel erreichen. Gut, dann machen wir das doch mal. Dann fangen wir mit dem Schützen da oben an. Ich werde das jetzt übrigens so synchronisieren, als würde ich es gerade spielen. Dann macht das hoffentlich nicht so einen großen Unterschied, dass ich hier ein bisschen gefailt habe. Dann gehen wir nämlich noch darüber und holen uns diesen Schützen. Zack. Das ist übrigens kacke, wenn man Dinge nachsynchronisiert, weil man weiß schon, was passiert. Ich könnte jetzt spoilern, ja, aber das mache ich natürlich nicht. Aber ich sag mal, dass ich das jetzt mit dem Klettern hier gerade nicht hinbekomme, genau so. Und nochmal bekomme ich es nicht hin, weil ich zu dumm war. Und jetzt geht's. So, wir haben noch eine Minute Zeit, um 9 Schützen zu brandmarken. Das sieht knapp aus, meine lieben Freunde. Ja, das ist der nächste. Zack, Hallöchen. Haben wir noch einen. Oh, jetzt haben wir schon 5. Wird knapp, ne? Ich habe etwas gesehen. Was hast du denn gesehen? Nix hast du gesehen. Ja, ich bin natürlich wieder zu doof, um da zum Schützen zu kommen. Weil Kiliprimor, finde ich, lässt sich irgendwie scheiße klettern. Ja, den holst du dir, den holst du dir aber nicht. So, jetzt habe ich noch 10 Sekunden. Ich bin schon voll am Verzweifeln. Oh Gott, noch 3 Schützen. Wie es aussieht, werde ich das wohl nicht schaffen. Und fail. So, und da habe ich, glaube ich, den dicken Fehler gemerkt bei der Quest, nämlich, dass ich hätte dieses Hin-Teleportieren zu den Gegnern nutzen sollen. Ich weiß jetzt nicht, wie die Fertigkeit heißt. Deswegen ich nochmal zu der Quest eile, um sie nochmal zu machen. Nehme dabei natürlich einen Umbruch mit, weil er da doof rumsteht. Muss halt bestraft werden, ne? Dum-dum-dum-dum-dum. Da kommen Ghule.